Hallo meine Freunde und willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute werde ich kochen, meine Freunde. Und ja, heute kochen wir ein bisschen. Heute bin ich auch nicht alleine. Mein Kollege ist bei mir auch dabei, heute beim Kochen. Und ja, ich sag euch auch gleich wer. Ich rufe ihn jetzt an. Hallo. Ja, hallo. Wo bist du denn, Farid? Aber war das heute? Das war heute, wo bleibst du, Mann? Die Zuschauer warten, wir sind live. Ey, scheiße, Alter. Ich bin unterwegs, ich muss dir noch kurz jemandem helfen. Halt deine Fresse. Ja, ich bin unterwegs, ich komm jetzt. Mach schneller, Mann, los! Alles klar, bis gleich. Meine Güte hier. Ey Jungs, bevor das Video weitergeht, gibt's erst Werbung, Bruder. Denn Lootboy hat heute ein richtig krasses Bugs-Event. Jungs, Lootboy kennt ihr, ist kostenlos und gibt's für Android, iOS, App Gallery und PC. Und zwar kauft ihr euch einen 10er-Bundle und erhaltet garantierte Bugs. Das heißt, ihr kriegt 100% V-Bugs bei einem 10er-Bundle. Wie kriegt ihr Premium-Packs, Jungs? Diamanten-Feature. Dann könnt ihr kostenlos öffnen oder ihr könnt direkt kaufen. Okay, Ewa, das sind die Packs-Highlights. Also Harley Quinn, Battle Royale Skin, Marktschlüssel und mehr. Also kranke Aktion. Okay, ich hatte wenig Zeit mit Diamanten und so, deswegen ich hole einfach mit Echtgeld. Okay, Jungs, ich öffne jetzt 10 Stück. Let's go. So, erstes Pack, let's go. Und. Okay, 2000 Guthaben. Monopack. Pack. Panzer Klaus, okay, ein Spiel. Das mit Golden heißt immer Spiel, Jungs. Und Lootboy. Hä? Ah, 700. Okay, ja, ist okay. Crazy Machines, noch ein Spiel. Okay, gut. So, was kommt jetzt? Und. Okay, 1000 Ingame-Items. Ich kenne mich nicht. Fall Guys! Nice, nice. Das schenke ich Kollegen. Ja, nee, ihr kriegt das nicht. So, was. Oh, Battle Royale Win, Guthaben. Sehr gut, sehr gut. So. Ich sag euch ehrlich, die Designs gefallen mir auch sehr. Ingame-Item und. Tay, noch ein Simulator-Spiel war das, ne? Hassiktir. Ey, Bruder, ich hab gewonnen. Walla, ich hab gewonnen. Ey Jungs, hier gibt es jetzt auch die Black Market Loot Packs. Wenn ich die öffne, kriege ich diese Cheat Chips und die kann ich mit Guthaben meiner Wahl eintauschen. Und Jungs, in jedem Battle Royale Premium Pack habt ihr die Chance auf Lootboy Skin Token. Mit dem Schlüssel könnt ihr zum Tauschmarkt gehen und dann Fortnite Skins eintauschen. Das wird auch täglich aktualisiert. Und bis zum 21. März habt ihr auch die Chance, durch 2000 Loot Coins einen Battle Pass zu gewinnen. Ey, jetzt kommt das Beste, Chatradar. Jungs, wenn ihr keinen Bock habt, alleine zu zocken, ich kenne das auch. Gebt ein, welches Spiel ihr zockt und sucht euch einen Teamkollegen. Ganz einfach, das ist wie Tinder, nur für Gamer. Einfache Sache, Digga, Baba. Checkt den Link ganz oben in der Videobeschreibung ab. Über den Code ASI-03 erhaltet ihr ein Community-Pack mit Diamanten, Lootcoins und vieles mehr. Yalla, haut rein und viel Spaß mit dem Video. So, Jungs, jetzt wird gleich die Live-Übertragung ausgesendet. Wir warten noch ein bisschen. Und, ja, tatsächlich, jetzt, hallo? Yo, hallo? Yo, was geht, Mann? Ich bin's, Farid Gangben. Und, ich hatte mehr Dreier als ein 80er-Jahrgang-Türke. Sehr schön. Ja, freut mich, dass du heute hier bist und wir kochen heute, okay? Heute machen wir Sucuk mit Ei, ja? Kennst du wahrscheinlich, hast du schon mal gegessen? Und dann reden wir ein bisschen zusammen, ja? Ja, natürlich. Okay, fangen wir an. Erzähl mal ein bisschen, was isst du denn gerne? Was ist dein Lieblingsessen? Also, mein Lieblingsessen, also ich stehe eigentlich auf Beef, aber ich glaube mal, heute gibt's den Beef nur in der Pfanne und nicht in der Rap-Szene. Ja, ja, da habe ich ja mitbekommen, mit Rap und so gibt's halt viele Leute, die machen Probleme, ja? Ja, da gibt es natürlich schon den ein oder anderen Sohn da draußen, der wo da immer ein bisschen Welle schiebt, wie Tsunamis. Ja. Aber ich denke mal, heute wird das doch recht gut ablaufen, ne? Benutzt du eigentlich, wenn du Sucuk mit Ei machst, hier Olivenöl oder Sonnenblumenöl? Olivenöl benutze ich nur, wenn ich ins, Fitness gehe, um mich davor einzuölen. Damit da auch, damit auch schön die Muskeln immer zu sehen sind. Dafür benutze ich Olivenöl. Ah, also Sonnenblumenöl. Okay. Oh, fuck. Jetzt müssen wir trotzdem Olivenöl. Öl nehmen. Jetzt hör mal bitte hin, wie es brutzelt, ja? Oh. Oh. Himmlisch. Das hört sich echt lecker an. Welche Marke von Sucuk isst du denn gerne? Boah, also da habe ich eigentlich nicht so eine Marke, die mir besonders gefällt. Mein Bruder Winterjam empfiehlt mir immer von Bagdad. Ja. Die soll ganz besonders gut sein. Die Sucuk ist schon fertig. Erstmal ein bisschen schütteln. So, wieder dran machen. Bisschen ja, knusprig. Ich mag's ja knusprig bisschen mehr. Ja? Also, jetzt haben wir die Hälfte verschüttet, aber ist ja egal. Was sagt denn, das ist gar nicht so, Juk, das ist Schweinefleisch. Schweineländer, Malachim. Scheiße, weg damit, ja, gut, also wir haben das jetzt erstmal nicht gesehen. Ach, du nimmst noch dieselbe Pfanne, damit machen wir noch weiter, oder? Ja, ja. Ja, ja, klar, natürlich, man muss ja sparen. Kannst du auch da mit diesem Fleisch, also so wie Nusret, wie man da immer sieht, dass er immer auf den Kameramann da diese Fleisch schmeißt, kannst du auch da
einfach dieses Fleisch bisschen... Ja, klar. Genau, einfach mal hier nehmen und einfach mal irgendwo hinschmeißen, obwohl das alles keinen Sinn hat. Natürlich. Was zickt der Land? Das ist weg! Hä? Lass mal kurz! Ja, das liegt, Beast Kitchen, das liegt halt, weil du da zu viel an den Muskeln da trainierst. Also immer mit Gefühl. So, jetzt habe ich hier, den Dreh raus. Ja? Noch einmal hier, da vorne an Spiegel. Fangen wir an. Erstmal Salz, ja? Du musst Stopp sagen. Alles klar, mach drauf. Ja, ein bisschen noch. Genau, ganz viel Salz, ein bisschen noch, genau, ja, jetzt ist das Ganze gut. Jetzt nochmal einmal nehmen und dann vielleicht nochmal schmeißen, damit sich das Salz auch schön verteilt. Ja, sofort, warte. Boah, das klebt. Wir frittieren heute das Fleisch, ja? Wurde empfohlen von einigen Leuten. Ja, Farid, erzähl mal noch ein bisschen, was ist denn jetzt hier mit den ein oder anderen Leuten, die du ja noch dissen willst? Was willst du darüber reden? Ja, neuerdings gibt's ja einen neuen Kandidaten in der Rap-Szene, und zwar den Juten Cupcakes. Ja, ja. Da gibt's halt natürlich wieder jemanden, der auf meinen Namen da sich wieder hocharbeiten möchte und da halt in der Rap-Szene natürlich unbekannt ist. Und natürlich, wenn er natürlich in diesen Diss-Tracks den Namen erwähnt, dann wird da auch natürlich... Was machst du da? Ich glaube nicht, dass das... Ja, ich höre zu! Jetzt, wenn du das jetzt anzündest, dann hast du das geschafft, was die meisten Deutschrapper nicht schaffen. Und zwar hast du geschafft, mich zu beerdigen. Geht dazu, dass das Gas sich wieder auffüllt, ja? Wir wollen ja noch grillen heute Abend, okay? Okay. Ja, ich höre zu, wir machen noch daneben noch Hähnchen und so. Ja, ich höre. Auf jeden Fall, Beast Kitchen, deine Stimme hat sich... Hast du hier den Testosteronmangel oder... Nee, alles gut. Das sieht doch wirklich gut aus. Sehr lecker. Ich mal hier oben drauf. Jetzt müsste da eigentlich, weil der Feuer ist ja bald mal platzen. Heute probieren wir auch Schweinefleisch, Schweineschulter. Ich werde das nicht probieren, aber natürlich können wir das auch für unsere anderen Kollegen da... Was sickt es? Ey, was hast du gemacht? Weißt du, wie Chinesen machen? Baofeng macht so... Tada, tambada, ta, tada. Ey, wie sieht das denn hier aus, Mann? Das ist ja ein Schweinestall geworden. Nicht nur Schweinesteaks gibt's hier, sondern auch Schweinestall. Hallo, Panda. Ja, warte, Blattpfanne oder Blattpfanne. Hier, gebraten Lais mit der Ziegenkäse. Schneiden die rein hier. Ach du Scheiße, ich hab den Steak vergessen. Nee, das kann man noch essen. Das muss noch gebraten werden. Genau, das muss noch rein. Das hängt fest. Ah, Scheiße, jetzt ist egal, das hat keiner gesehen. Dann geh doch auf, du Hundesohn! Land dieses Steak! Ja, krass, dann gleich aus, mach Schwein gleich. So langsam. Genau. Auch mit Pfannenwender, dass man hier natürlich noch einen besseren Geschmack kriegt, haben wir hier auch eigentlich noch Lauchs. Und ich meine nicht jetzt UFO 361. Ja, Lauch haben wir auch hier, ja? Lauch! Wir haben keinen Lauch. Ist das nicht Lauch? Ja, das geht auch. Frühlingszwiebeln. Ah. Hier sehen wir Beast Kitchen auch Lauchs zerschneiden. Heute werden sie mal nur in der Küche zerschnitten und nicht auf der Straße. Nochmal Jungs, nochmal alle hier mit meinem Code Cooking Simulator 35 kriegt nochmal 35% Rabatt. Zum Beispiel Schweinelende oder auch Schweineschulter im Angebot. Für meine muslimischen auch Halal gibt's auch mit dabei. Willst du Suppe machen? Nee, das Steak, das hast du vergessen. Wieder. Ah, nee, hab ich nicht vergessen. Ist extra. Ja, das hat natürlich wieder keiner gesehen. Das muss ja einmal abkühlen, das Fleisch, damit man es essen kann. Das reicht, oder? Oder voll? Warte mal, ich kann das ja währenddessen reinmachen. So. Analysikin! Er trifft nicht rein! Warte. Ja! Das drinne! Okay. Okay, ich schüttel ein bisschen. Okay, der muss jetzt mal hier runter. Oh, wo ist der Steak? Wo ist mein Steak? Da unten, unter dir. Ah! Ja, fertig ist das Ding. Das gehen wir dann jetzt weiter. Ja, willst du probieren? Willst du als erstes probieren? Nee, probier du mal als erstes und sag mir dann, ob's gut ist. Dann bedanke ich mich, dass du heute hier warst und
Willst du noch was an die Zuschauer sagen? Ey, kein Problem, Mann. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Beast Kitchen hat echt, ich wollte schon immer mal hierher kommen. Hat mich auch gefreut, dass du endlich mal Zeit hattest, Bruder. Und ja, ich denke mal, das nächste Mal machen wir noch mal was Krasseres, oder? Ja, natürlich, natürlich. Da machen wir auch mal hier Sucuk mit Ei wieder. Was anderes kann ich eh nicht kochen. Versuchen wir einfach mal, ja? Ja, auf jeden Fall, Mann. Ey, ich danke dir, Bruder. Alles gut, danke. Ich zieh dann durch, Bruder. Okay, kein Problem. Warte! Falls du dann noch mal kochen willst, wir haben hier auch Fusilli. Boah, wirklich? Siehst du? Das nehme ich dann einfach mit. Okay. Dann bitte mit zum Mitnehmen, bitteschön. Ey, danke, Bruder. Pass auf dich auf, Mann. Alles gut, Mann. Bis dann. Sick, der geht da mal nach ihm. Der soll nie wiederkommen. Der haut wegen dem meine Küche brennt. Greater Kotasi.